Und herzlich willkommen zurück zum letzten Teil der Vorlesung. Wir wollen uns jetzt im letzten Teil angucken, welche verschiedenen Arten es gibt, solche Anforderungen zu dokumentieren. Natürlich haben wir schon Anforderungen gesehen. Ihr habt auch selber schon welche geschrieben. Und dafür haben wir jeweils natürliche Sprache genutzt. Das ist nicht die einzige Technik. Und wir werden uns jetzt mit drei Techniken auseinandersetzen und kurz nochmal wiederholen, was man mit natürlicher Sprache Anforderungen ausdrücken kann. Natürliche Sprache wird benutzt, um Anforderungen auszudrücken seit den 1950er Jahren, also schon sehr lang und offensichtlich so erfolgreich, dass man heute immer noch in den meisten Fällen einfach natürliche Sprache benutzt. Allerdings werden wir gleich sehen, dass man nicht immer nur natürliche Sprache nutzt. Und bevor wir aber dazu kommen, vielleicht noch ein paar Vor- und Nachteile von solchen Anforderungen oder eben Spezifikationen in natürlicher Sprache. Vorteile sind, natürliche Sprache ist sehr ausdrucksmächtig. Wir können damit alles ausdrücken, was die Nutzer oder was wir für Anforderungen an das System haben. Es ist auch sehr intuitiv, also insbesondere dann, wenn man in seiner Muttersprache irgendwas ausdrückt, dann ist das ein einfacher Weg und deutlich einfacher anzuwenden, deutlich intuitiver als jede andere Technik. Es ist auch universell insofern, dass zumindest wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt Anforderungen in der deutschen Sprache formuliert, dass es eben alle, die der deutschen Sprache mächtig sind, auch nachvollziehen können. Und es geht natürlich ein Trend immer mehr dahin, dass man Anforderungen tatsächlich in Englisch definiert, weil man sonst eben Probleme hat mit sogenanntem Outsourcing. Ja, das ist ein bekanntes Konzept und wird viel eingesetzt in der Industrie, dass man die eigentliche Entwicklung in irgendein anderes Land gibt. Und das passiert auch im Automobilbereich in Deutschland, nur dass da eben die Anforderungen dann mit Google Translate oder ähnliches übersetzt werden. Die Nachteile. Es gibt Mehrdeutigkeiten. Ja, es gibt immer wieder Aussagen, sowas wie, komm, wir essen, Opa, wo man einfach durch so ein fehlendes Komma oder mit so einem Komma Leben retten kann. Es gibt aber auch tatsächlich viele Dinge, die von der Interpretation abhängen. Es passiert leicht, dass irgendwas vage formuliert ist. Ja, wenn wir auch sagen, es ist leicht, was zu formulieren, ist es nicht leicht, was zu formulieren, sodass es eindeutig ist und dass die Interpretation nicht abhängt. Und typischerweise hängt sie eben davon ab, was der Leser für einen Hintergrund hat. Und das kann eben eine Erfahrung sein, das kann auch sozusagen das Studium sein, wo ja sozusagen wir einfach mit verschiedenen Akteuren zusammenarbeiten bei der Softwareentwicklung. Und das kann aber auch sein ein kultureller Hintergrund. Wir haben schon über die Qualität von natürlichsprachlichen Anforderungen gesprochen, aber hier ist nochmal eine kurze Zusammenfassung, so eine Art Stilratgeber. Ja, also wie sollte man solche Anforderungen möglichst formulieren? Und das meiste von dem ist generell ein guter Ratgeber, wann immer man Texte schreibt. Das heißt, das ist egal, ob das jetzt eine Hausarbeit ist für euch oder ob das die Abschlussarbeit ist oder wenn ihr euch später entscheidet zu promovieren, wenn ihr dann wissenschaftliche Veröffentlichungen schreibt. Es sind immer wieder ähnliche Dinge, auf die es hinausläuft. Und manche von denen sind tatsächlich für uns, insbesondere als Deutsche, ungewohnt, weil wir in der Schule meist gegenläufige Sachen haben, die man da lernt. Also, wir wollen kurze Sätze, typischerweise ein oder zwei kurze Sätze. Wir wollen eine Message, eine bestimmte Aussage pro Satz haben. Ja, also das bedingt sich natürlich, je mehr ich in den einen Satz packe, desto komplexer wird er. Und meine Sätze sind natürlich in dem Video auch viel zu komplex und ich sollte lieber irgendwann einen Punkt setzen. Active Voice im Englischen oder eben den aktiv benutzen ist was uns Deutschen relativ schwer fällt, weil man in der gesamten Schulzeit eigentlich darauf getrimmt wird, immer passiv zu schreiben. Und was bedeutet das? Wenn ich über das System rede, dann würde ich eben sagen, die App oder das System soll folgende Fehlernachricht bringen. Und was man eben im Passiv würde das eben heißen, es gibt eine Fehlermeldung und dann weiß man aber nicht, von woher kommt die jetzt und so weiter.
Die Sprache sollte konsistent benutzt werden. Was heißt das? Wir benutzen viele Synonyme. Warum machen wir das? Wir wollen Sprache lebendiger machen und wir wollen nicht immer das gleiche Wort benutzen. Das führt allerdings in dieser technischen Sprache dazu, dass es zu Missverständnissen kommen kann, dass wenn ich viele Synonyme, sowas wie Programm, Software, App, Application, als Synonyme benutze, fragt sich der Nutzer oder der Leser, gibt es da vielleicht Unterschiede? Und das heißt, es ist einfacher zu verstehen, wenn man das Gleiche auch immer mit der gleichen Terminologie, mit dem gleichen Wort benutzt. Dann hatten wir schon über Prioritäten gesprochen und hier sollte man eben sollte und muss benutzen, um zu unterscheiden, oder Englisch shall und should, was umgekehrt, für notwendige Sachen und für wünschenswerte Sachen. Text-Highlighting, was meinen wir damit? Naja, es gibt so Schlüsselwörter in den Anforderungen. Es gibt bestimmte Sachen, die sind wichtig und die kann man dann fett hervorheben und macht es damit leichter, auch in großen Anforderungsdokumenten von 200, 300 Seiten die passende Stelle wiederzufinden. Jegliche Form von Jargon, Abkürzungen, Akronyme sollte alles vermieden werden. Und jeder, der schon mal ein Praktikum irgendwo in der Firma gemacht hat, hat das wahrscheinlich gemerkt. Je größer die Firma, desto mehr Sprachgebrauch gibt es einfach und so länger braucht man, um da überhaupt reinzukommen, zu verstehen, worum es eigentlich geht. Und der letzte Punkt, dass man eben eine Begründung angibt, die ist dafür da, wenn man sich nachher zwischen zwei Anforderungen entscheiden muss, weil man zum Beispiel gemerkt hat, dass die inkonsistent sind, dass man nachvollziehen kann, warum es zu diesen Anforderungen gekommen ist. Gut, das soll uns reichen zur natürlichen Sprache und wir kommen zur zweiten Technik, die ich jetzt hier besprechen möchte. Und zwar sind das strukturierte Spezifikationen. Und strukturierte Spezifikationen sind vermutlich genauso weit verbreitet, wenn nicht sogar weiter verbreitet als natürlich sprachliche Spezifikationen. Die Idee ist, dass wir nicht einfach nur frei beliebig Text formulieren können, sondern dass wir sogenannte Templates nutzen. Das heißt, wir haben so ein Template und das muss ich eben ein bisschen wie so ein Fragebogen, muss ich das ausfüllen. Was unterscheidet man in diesem Template? Ja, also was sind diese Rubriken und Kategorien? Zum Beispiel Funktionen, also um was geht es überhaupt? Das heißt, das wäre ein ganz kurzer Begriff oder eine kurze Formulierung. Dann die Beschreibung, das ist eigentlich das, was wir bisher so auf den letzten Folien gesehen haben. Vielleicht die Eingaben, wo die herkommen, die Ausgaben, wo die hingeschrieben werden sollen. Dann Vor- und Nachbedingungen, da sehen wir gleich ein Beispiel, was das bedeutet. Irgendwelche Seiteneffekte, eben die Begründung für diese Anforderung oder eben Abhängigkeiten zu anderen Anforderungen. Und diese Liste ist weder vollständig, noch muss man immer alles angeben, sondern man muss für ein Anforderungsdokument sich zum Beispiel überlegen oder pro Projekt entscheiden, was möchte man alles drin haben. Und es kann vielleicht auch in einem großen Konzern oder einer Firma ganz Richtlinien geben, was da eben drin sein soll. Und die unterscheiden sich vom Anwendungsfall. Gut, Vor- und Nachteile sind relativ ähnlich. Die Strukturiertheit führt zu zwei Änderungen. Das eine ist, wir haben weniger Variabilität, ja, also der eine schreibt vielleicht erst die Begründung und dann die Beschreibung, der nächste gibt erst die Beschreibung und dann die Begründung. Das heißt, da gibt es so eine Art Variabilität in den Anforderungen, die wir damit vermeiden, weil wir eben immer dieses feste Template haben. Und so Personen aus der Praxis berichten meist, dass diese Strukturiertheit auch hilft, nichts zu vergessen. Ja, das heißt, man wird gezielt gezwungen, nochmal über alle Sachen nachzudenken. Da das jetzt noch relativ abstrakt ist, gucken wir uns das mal an einem Beispiel an. Also, das ist ein Beispiel, was wir vorher schon hatten, was wir vorher als einfach eine natürlich sprachliche Anforderung geschrieben haben. Und zwar ging es da um den Austausch von diesen IDs. Und die Beschreibung war beim letzten Mal ein bisschen länger, die kann jetzt hier ein bisschen kürzer ausfallen, weil wir das eben aufteilen auf mehrere Sachen, nämlich two devices send the IDs to each other. Ja, also zwei Geräte tauschen eben die IDs miteinander aus. Und jetzt können wir ein bisschen präziser und genauer beschreiben, wann soll das eigentlich eintreten? Wir wollen ja nicht, dass alle Geräte weltweit die IDs jederzeit austauschen, sondern eben nur, wenn sie innerhalb einer bestimmten Distanz sind und das für einen bestimmten Zeitraum waren. Und dann die Nachbedingung, dass diese IDs nicht nur ausgetauscht werden sollen, sondern die sollen eben lokal abgespeichert werden. Das ist eben auch ein wichtiger Punkt bei der Corona-Warn-App, dass das eben lokal gespeichert wird und eben nicht global auf einem Server. Gut, und dann noch die Begründung am Ende.
So, ich denke, ihr habt jetzt ein bisschen Gefühl dafür bekommen. Das heißt, das sind schon mal zwei Techniken, mit denen ich Anforderungen spezifizieren kann. Das heißt, ich kann entweder sagen, ich schreibe das einfach alles so runter, oder ich kann das Ganze ein bisschen strukturierter machen. Wir nutzen immer noch natürliche Sprache und wir haben immer noch die viele der Probleme, sowas wie Mehrdeutigkeiten. Gut. Hier sind jetzt noch ein paar weitere Beispiele, nämlich ein Vorteil, dass die Corona-Warn-App Open Source ist, ist, dass wir auch tatsächlich echte Anforderungen online einsehen können. Ja, dazu lade ich euch auch ein. Ihr könnt hier einfach auf das Bild klicken, dann kommt ihr zu der entsprechenden Beschreibung und könnt euch da auch noch weitere Beschreibungen angucken und weitere Anforderungen. Jetzt ist das so, die Anforderungen, die wir jetzt hier sehen, und das kennt man auch unter dem Begriff User Stories, deswegen steht das jetzt oben im Titel, aber das muss euch jetzt nicht groß verwirren. Auf User Stories kommen wir nochmal zum Ende dieses Semesters drauf hinaus. Was wir hier sehen, ist eine strukturierte Spezifikation, allerdings eine, die wurde nicht geschrieben, bevor die Corona-Warn-App geschrieben wurde, sondern währenddessen. Ja? Das bloß so im Hinterkopf behalten. Das heißt, das ist durchaus auch ein Anwendungsfall, wo man sagen will, ich möchte jetzt nicht von Grund auf was entwickeln, sondern ich habe ein System, ich möchte das verändern. Und folgendes wäre die neue Anforderung. Was wir hier sehen, ist eine Dreiteilung und das sind durchaus nochmal andere Kriterien als die, die wir eben hatten. Eine Beschreibung der neuen Funktionalität, Feature Description, Problem and Motivation, das ist sozusagen die Begründung, die hier sehr kurz ausfällt. Und teilweise sogar oben in der Beschreibung schon mit auftaucht. Und dann als letzten Punkt noch was relativ spezifisch auch für diese Entwicklung hier ist, ist das etwas, woran du selber, was du selber beheben willst. Und das ist natürlich nicht immer der Fall, dass die Leute, die Personen in der Softwareentwicklung die Anforderungen aufnehmen, auch die sind, die selber implementieren. Aber hier ist es eben relativ nutzerorientiert und da werden wir später noch darauf hinauskommen, dass eben selbst die Entwickler solche Anforderungen aufstellen können und dann vielleicht mit dem Kunden diskutieren, wie sinnvoll das ist. Gut, ganz konkret ging es hier darum, ja, wenn wir die Corona-Warn-App haben, wäre es nicht sinnvoll, auch anzuzeigen, wie viele Keys eigentlich schon ausgetauscht wurden und wie viele dieser IDs gerade auf dem Gerät gespeichert sind. Das heißt, damit kriegt der Nutzer auch so ein Gefühl, funktioniert die App eigentlich? Ja, ist im Moment oder hat es sozusagen nicht in die Entwicklung geschafft, aber wäre natürlich vielleicht eine interessante Information für Nutzer. Hier sind noch mehr Beispiele und ich würde jetzt bloß nochmal auf die Struktur eingehen davon. Hier sehen wir eine andere Dreiteilung, auch eine Dreiteilung, aber mit anderen Überschriften. Das erste ist aktuelle Implementierung und hier sehen wir, das ist eben diese iterative Entwicklung, wo ich schon irgendwas habe. Das heißt, hier kann man Bezug nehmen auf die Entwicklung, ja? Und hier ist beschrieben, in diesem Code, hier ist ein Beispiel, haben wir ganz oft Logging-Aufrufe und das Logging ist sehr komplex. Die Verbesserung dazu wäre, wir nehmen eine Bibliothek, die im Android-Bereich häufig eingesetzt wird für Logging. Und was haben wir davon? Also die Begründung letztlich steht hier ganz am Ende. Hier ist nochmal ein anderes Beispiel und das ist ganz interessant. Insofern, dass eine Woche später kam dann auf, dass das Logging eben nicht richtig funktioniert und dass beim Loggen auf der Speicherkarte vom Gerät gewisse IDs abgespeichert worden oder gewisse Informationen abgespeichert worden, die nicht hätten abgespeichert werden dürfen. Ja, es kann ja sein, dass die App selber intern einen gewissen Zustand hat, den sie aber nicht preisgeben darf an andere, vor allem nicht unverschlüsselt auf einer Speicherkarte ablegen. Und das lag einfach daran, diese Logging-Informationen, die sind eigentlich für während der Entwicklung. Ja? Für während der Entwicklung wollen wir sehen, was passiert und das besser nachvollziehen können. Und offensichtlich wurde das hier nicht abgeschaltet für einen Release. Allerdings kann ich alle Zuhörer beruhigen. Das war noch vor der Veröffentlichung von der App. Gut, das soll es gewesen sein zur strukturierten Spezifikation und wir kommen jetzt im letzten und dritten Teil zu einer grafischen Möglichkeit, Anforderungen zu modellieren. Warum grafisch? Es gibt den Spruch, Sprachgebrauch, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und da steckt natürlich was Gewisses hinter, dass wir visuelle Menschen sind. Jeder ist da durchaus ein bisschen unterschiedlich, aber wir können Informationen sehr schnell visuell aufnehmen. Und das bedeutet, dass so ein Diagramm uns oft helfen kann für so eine Übersicht, um ganz schnell Sachen zu verstehen.
Und deswegen ist die Idee von sogenannten Use Case Diagrams oder zu Deutsch Anwendungsfalldiagrammen, dass man die Texte, die man schreibt, jetzt noch ergänzt durch Diagramme. Und dann kann ich in dem Diagramm einen Überblick kriegen und die Texte beschreiben mir dann noch genauer, was jetzt mit dieser Grafik gemeint ist. Dazu, der deutsche Begriff Anwendungsfalldiagramm, allerdings auch im Deutschen, wird da relativ selten benutzt. Also nicht wundern, wenn da auch mal jemand von einem Use Case Diagramm spricht. Und ich würde jetzt hier den Text rezitieren aus der UML-Beschreibung. Was UML genau ist, erzähle ich nächste Woche noch genauer. Das ist heute erstmal egal. Use Case Diagrams are means to capture the requirements of systems. What systems are supposed to do? The key concepts specified in this diagram are actors, use cases and subjects. Also, Use Case Diagramme sind explizit dafür da, um Anforderungen aufzustellen. Also, deswegen auch passend in dieser Vorlesung. Und es gibt drei wesentliche Sachen, die wir da drin haben können, nämlich Akteure. Das heißt, es gibt Personen, die mit einer App, mit einer Software in irgendeiner Form interagieren und die irgendwelches Verhalten erwarten von dieser Software. Und was wir noch als solche Akteure bezeichnen, oder Englisch Actor, sind auch andere Systeme, die damit interagieren. Ja, und alle die sind für uns jetzt Akteure. Ja, alles, was von außen kommt und irgendwie mit dem System zusammenarbeitet und ein gewisses Verhalten erwartet, ist ein Akteur. Jetzt haben wir das eigentliche System und Englisch als Subject bezeichnet, und im Deutschen allerdings sprechen wir typischerweise von dem eigentlichen System. Und innerhalb von diesem System gibt es eben gewisse Verhalten, die wir erwarten, und diese Verhalten oder dieses Verhalten drückt man aus in Form von Use Cases, in Form von Anwendungsfällen. Und das ist typischerweise so, dass wir eben nicht nur einen Anwendungsfall haben, sondern eine Reihe von Anwendungsfällen. Und mit dem Diagramm, was wir gleich zeichnen werden, gucken wir uns an, welcher Akteur hat welchen Anwendungsfall für diese Software. Und gibt es vielleicht sogar mehrere Akteure, die gleichzeitig an einem Anwendungsfall mit einem Anwendungsfall zu tun haben. Aber jetzt habe ich so lange gesprochen über Use Case Diagramme. Jetzt wollen wir uns die angucken und dafür brauchen wir ein bisschen Platz. Das heißt, wir wollen uns jetzt angucken, wie sieht die grafische Notation dafür aus. Wir gucken uns erstmal an, und zwar haben wir das System. Und das System wird typischerweise über ein Rechteck dargestellt, was jetzt hier fast aussieht wie ein Quadrat. Und um das klar zu machen, um welches System es geht, schreiben wir typischerweise oben den Namen rein. Das sehen wir auch gleich nochmal in einem konkreten Beispiel. Ich möchte euch jetzt erstmal die Notation erklären. Das heißt, das soll euch zeigen, das ist also das Subject oder zu Deutsch System. Jetzt haben wir Akteure und Akteure sind Strichmännchen. Und da das uns alleine irgendwie noch nicht viel hilft, also ist auch schon mal nicht schlecht zu wissen, welche Akteure gibt es so und mit welchen Systemen interagieren die, brauchen wir zusätzlich noch eben diese Anwendungsfälle. Anwendungsfälle sind Ellipsen, Englisch Use Case. Und die müssen immer in diese Box rein, die sind Teil von dem System, das ist Verhalten, welches dieses System für die Außenwelt bereitstellt. Und dann gibt es sogenannte Assoziationen. Und an Assoziationen schreiben wir normalerweise nichts dran. Ich wollte es jetzt hier bloß für euch mit aufbereiten, dass ihr nachvollziehen könnt, was das ist. Diese Assoziationen sagen uns jetzt, dieser Akteur hat diesen Anwendungsfall für dieses System. Damit wir uns das besser vorstellen können, gucken wir uns das mal an einem etwas größeren Beispiel an. Jetzt wäre naheliegend, dass wir auch über die Corona-Warn-App sprechen. Allerdings habe ich mir überlegt, das wäre was, was ihr
machen könnt im Anschluss. Das heißt, das wird die Interaktion dann, die ihr machen sollt. Und wenn ich jetzt zeichne, wird das eine ganze Weile dauern. Aber was ihr versuchen könnt, euch jetzt gleich parallel einzuprägen, wie die Notation aussieht. Ihr versucht euch also jetzt schon alles zu merken, wie sieht was aus, damit ihr nachher gar nicht mehr auf die Folien zurückgucken müsst, sondern gleich wisst, wie das funktioniert. Was möchte ich euch jetzt modellieren? Ich möchte euch eine Software modellieren, die vor kurzem an der Uni eingeführt wurde und euch sozusagen auch erklären, wie die funktioniert, weil die meisten von euch das vielleicht das System noch gar nicht kennengelernt haben durch eben den Lockdown jetzt. Und zwar heißt das System Bookamensa. Und die grobe Idee ist, dass wir damit Plätze in der Mensa verteilen, dass die zugewiesen werden, dass es zu keinen Warteschlangen kommt, wo zu viele Menschen beieinander sind, dass es aber auch in der Mensa nie zu voll wird. Und interessant ist jetzt an diesem Diagramm, dass wir so ein Diagramm nicht nur nutzen können im Vorhinein, wenn die Anforderungen festgestellt werden sollen und wir festlegen wollen, worum soll es gehen, sondern wir können das auch im Nachhinein benutzen, um zu visualisieren, wie etwas funktioniert. So, was haben wir für Akteure? Naja, der wichtigste Akteur sind die Kunden. Die hungrigen Mäuler, die essen kommen wollen. Was haben die für Anwendungsfälle? Ja, also was erwarten die von so einer solchen Applikation? Tatsächlich ist das jetzt einfach eine Web-Applikation, aber wir können jetzt einfach sagen, es ist eben sozusagen ein Stück Software. Ist jetzt egal, ob das eine Web-Applikation oder es könnte auch eine App auf dem Handy sein, eine mobile App. Gut, was wollen Kunden machen? Naja, die wollen sich einen Sitzplatz buchen. Book Seat. Was wollen die noch machen? Naja, die wollen Buchungen vielleicht auch abbrechen können. So, und eine wichtige Sache ist, was ihr jetzt schon mitnehmen müsst. An dem Akteur muss natürlich irgendwas dran stehen, wer das sein soll. Und in so einem Anwendungsfall stehen immer zwei Wörter drin. Es steht ein, im Englischen könnten es tatsächlich mehrere Wörter sein, wenn es zusammengesetzte Wörter sind. Es steht ein Verb da und ein Substantiv. Ja, das heißt, wir buchen einen Sitzplatz. Wir stornieren die Buchung. Gut, und dann gibt es noch eine Besonderheit, nämlich dass man beim Einlass eben auch sein nachweisen muss, dass man wirklich reserviert hat und dass man die Person ist. Das heißt, Enter Mensa können wir noch als Anwendungsfall mit aufhalten. Und das sind alles Anwendungsfälle von dem Kunden und deswegen verbinden wir die. Gut, aber wir haben noch andere Personen, die damit zu tun haben. Nämlich am Einlass gibt es eben eine Person, die kontrolliert, ob wir einen Sitzplatz reserviert haben. Und die ist sozusagen, die hat den gleichen Use Case. Jetzt könnte man sagen, der ist jetzt vielleicht den gleichen Anwendungsfall. Die möchte natürlich nicht herein, aber die ist daran beteiligt. Gut, und jetzt gibt es noch eine besondere Rolle. Und zwar gibt es noch einen Platzanweiser. Das heißt, es gibt noch eine Person, die beaufsichtigt, dass sich alle an den richtigen Platz setzen. Und diese Person kann das System nutzen und kann nachgucken, wo die Personen sitzen dürfen. Gut, und damit haben wir so erstmal so die wichtigste Funktionalität. Wir werden gleich sehen, dass uns da noch ein bisschen was fehlt und dafür brauchen wir noch ein entsprechendes Sprachkonstrukt. Denn was wir zusätzlich noch haben, ist
dass für, jetzt habe ich das ein bisschen ungünstig gezeichnet, da wird es gleich ein paar Überschneidungen geben, dass wir für das Buchen und für das Abbrechen einer Buchung, da müssen wir natürlich auch noch uns authentifizieren, wir müssen zeigen, wer wir sind. So, jetzt ist aber die Frage, also das machen wir irgendwie nicht direkt, das ist ja irgendwie so ein Teil von dem Buchen und ein Teil von dem Abbrechen einer Buchung. Und dafür brauchen wir noch ein neues Konstrukt, was wir uns jetzt gleich angucken werden. Und zwar gibt es noch mehr Sprachkonstrukte in diesem Anwendungsfalldiagramm und diese Sprachkonstrukte, die es da noch gibt. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Gut, jetzt. Die weiteren Sprachkonstrukte, die es da noch gibt, von denen gucken wir uns nur noch zwei weitere an. Es gibt noch ein paar, die sind nicht relevant für uns. Zwei weitere gucken wir uns allerdings noch an. Die braucht man eigentlich fast immer in einem Anwendungsfalldiagramm. Das eine ist das Include-Relationship. Also, wir möchten irgendwie deutlich machen, dass es gemeinsame Teile gibt, die oder dass es Teile gibt, die mehrere Anwendungsfälle gemeinsam haben. Ja, das heißt genau das, was wir eben in dem Beispiel gesehen haben. Und da gibt es dann einen Zusammenhang, eine Verbindung, die einen sogenannten Base Use Case, also ist spezielle Bezeichnung für diesen einen Anwendungsfall, der dann einen anderen inkludiert, der den beinhaltet und der ist, wird dann Included Use Case genannt. Und was ist die Bedeutung? Naja, wenn wir diese zwei Use Cases haben, dann ist es so, dass der Basis-Use Case, der kann nur ablaufen, wenn der inkludierte Use Case komplett abgelaufen ist. Das heißt, das Verhalten ist immer Teil davon und deswegen eben beinhaltet. Und dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit, was wir ausdrücken können oder was wir eben mit dem bisherigen Sprachkonstrukt noch nicht ausdrücken könnten. Das ist, dass manchmal Sachen passieren und manchmal nicht. Am Eingang in der Mensa kann es passieren, dass ich weiter reingehen darf, ich darf mir das Essen aussuchen. Es kann aber auch passieren, dass ich abgewiesen werde, weil ich nicht zum richtigen Zeitpunkt da bin. Ja, das ist mir auch mal passiert, wenn man sich kurz vorher verquatscht. Da gibt es nur so ein Zeitfenster von 5 Minuten davor und 10 Minuten danach, wo man rein darf. Dann wird man abgewiesen. Das heißt, man muss wieder gehen und auch das wollen wir jetzt modellieren. Um das modellieren zu können, brauchen wir noch ein spezielles Konstrukt und das ist das Extend Relationship, die Extend-Verbindung oder die Erweiterung. Da gibt es einen Extend Use Case und der schafft eine Verbindung zu einem Basis Use Case. Da sehen wir schon, das ist hier andersrum geschrieben, das ist tatsächlich auch andersrum in der Notation. Und was bedeutet das? Wenn dieser Basis Anwendungsfall passiert, kann es zu dem anderen kommen, es kann aber auch sein, dass der nicht eintritt. Und das wollen wir damit modellieren. Und auch hier gucken wir uns wieder an, wie das Ganze funktioniert. Dafür haben wir ein Base Use Case. Und ein Included Use Case. Und wie stellen wir jetzt die Verbindung dar? Naja, durch einen gestrichelten Pfeil an dem Include steht. Und für die zweite mögliche Verbindung, die wir noch haben können, sieht das sehr ähnlich aus. Den Base Use Case und den Extend Use Case. Es ist auch wieder ein gestrichelter Pfeil.
Aber Achtung, und das wird gern falsch gemacht und ist auch immer wieder verwirrend, der Fall ist andersrum. Ja, der zeigt auf den Base Use Case. Damit meinen wir, dass dieser Extended Use Case, der kann eben auch nur mit einem solchen Base Use Case zusammen ausgeführt werden, wohingegen der Base Use Case ohne den erweiterten auskommen. So kann man sich das merken. Wir zeigen immer in die Richtung, was wir unbedingt brauchen. Und damit wir die beiden sinnvoll unterscheiden können, weil beides leider gestrichelte Pfeile sind im Standard, müssen wir da eben dran schreiben, um die beiden unterscheiden zu können. Gut, das heißt, wir können nochmal zurückgehen in das vorherige Beispiel und können jetzt die Verbindungen einzeichnen. Wir haben also hier zwei Beispiele für Include. Und jetzt den anderen Anwendungsfall, den ich eben schon beschrieben hatte, den können wir jetzt hier auch noch aufmalen. Und zwar ist das, dass wir entweder in die Mensa reingehen und uns da Essen aussuchen und lecker speisen. Oder aber, dass wir die Mensa wieder verlassen müssen. Habe ich mich verschrieben. Gut, und jetzt wäre die Frage, nochmal überlegen, in welche Richtung muss die Pfeilspitze? Naja, ich kann die Mensa nicht verlassen, wenn ich nicht schon drin war. Also Leave Mensa braucht Enter Mensa. Und deswegen sind die zeigen wir in diese Richtung. Und wir müssen auch wieder noch deutlich machen, ob es sich um Include handelt oder um Extend. Und das ist hier Extend. Gut, damit sind wir soweit durch mit dem Beispiel. Achso, was ich hier noch vergessen hatte, wir müssen die natürlich beschriften. Das heißt, das muss ich hier unbedingt mal noch machen. Und jetzt haben wir mal so ein etwas größeres Beispiel, in dem wir sehen, dass wir ein System haben, in dem und auch nur in dem dürfen diese Anwendungsfälle stehen. Außen und auch nur außen gibt es Akteure. Es gibt in so einem Diagramm mindestens einen Akteur. Es gibt mindestens einen Anwendungsfall, sonst macht das Ganze keinen Sinn. Und jeder Akteur hat mindestens eine Verbindung. Und jeder Use Case hat auch mindestens eine Verbindung. Wobei wir da eben jetzt drei verschiedene Verbindungen kennengelernt haben, nämlich Assoziation, Include-Verbindung und Extend-Verbindung. Gut. Damit kurze Zusammenfassung noch. Was haben wir uns jetzt angesehen? Es gibt viele verschiedene Arten, Anforderungen zu notieren. Und drei Möglichkeiten haben wir uns angesehen: natürliche Sprache, strukturierte Spezifikation und grafische Spezifikation mit Anwendungsfalldiagramm. Ihr könnt euch dazu weiter was anlesen. Auch das ist beschrieben im Buch von Ian Somerville zu Anwendungsfalldiagrammen, leider nicht so ausführlich, deswegen hier noch eine weitere Literaturangabe. Und wo wir damit weitermachen wollen, ist dann in der nächsten Woche. Wir wollen uns noch mehr Verfahren ansehen, noch mehr grafische Notationen, mit denen wir das Verhalten modellieren können, das das System haben soll. Und auch hier, ich habe es schon angedeutet, sollt ihr wieder was probieren. Ihr sollt jetzt selber euch mal hinsetzen und so ein Diagramm zeichnen. Und ich würde euch auch empfehlen, das wirklich mit Stift und Papier zu machen. In der Klausur habt ihr auch keinen Computer, mit dem ihr irgendwie ein hübsches Diagramm malen könnt. Malt einfach so ein Diagramm auf. Das Thema ist auch wieder die Corona-Warn-App.
Das heißt, es soll so ein bisschen Verbindung geben zu den Anforderungen, die ihr davor schon aufgestellt habt, und das Beispiel dann bitte abfotografieren, einscannen, wie auch immer, und dann im Moodle hochladen. Kleine Werbung noch, es gibt, ich habe selber mal ein bisschen recherchiert nach Videos auf YouTube zu Anwendungsfalldiagrammen und bin da, habe über 10 solche Videos geguckt und es gibt einen absoluten Favorit. Das ist auch das erste Video, was man findet, wenn man danach sucht. Da ist leider Werbung drin und ich habe euch hier angegeben, sozusagen am Anfang, relativ am Anfang sind mal 15 Sekunden Werbung, die könnt ihr einfach überspringen. Allerdings ist das auch Werbung für ein Werkzeug, was ihr auch sogar kostenlos verwenden könnt. Und nach einer Studie, die wir bei uns vor kurzem am Institut haben, soll es sogar sehr gut funktionieren. Das heißt, ihr könnt euch überlegen, das zu nutzen. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Use Case Diagramme. Es geht nicht darum, dass die perfekt gezeichnet sind. Es geht einfach darum, dass man erkennen kann, was sind so die charakteristischen Merkmale. Ich möchte da keinen Kreis sehen und keine abgerundeten Ecken an einem Rechteck oder Quadrat. Gut. Ein Zitat, was vielleicht noch an der Stelle ganz gut passt. Ich habe schon angedeutet, dass sich Spezifikationen irgendwie auch ändern können und dass sich Systeme auch ändern können und damit vielleicht auch die Spezifikationen, die Anforderungen. Und dafür gibt es ein gutes, interessantes Zitat von Edward Barrett. Walking on water and developing software from a specification are easy if both are frozen. So, was sagt er damit? Also, Software zu entwickeln ist einfach, wenn die Spezifikation unverändert bleibt. So, über Wasser laufen ist einfach, wenn das Wasser zugefroren ist. Ne? Wenn wir wie hier auf dem Bild einen See haben und der ist zugefroren. Und jetzt ist relativ interessant an dieser Analogie. Natürlich ist Softwareentwicklung niemals einfach. Ne? Also Softwareentwicklung wird immer eine Herausforderung sein. Und genauso ist es auch, wer von euch schon mal in einer Eishalle war und versucht hat, auf dem Eis zu laufen, das ist gar nicht so einfach. Auch das will gelernt sein. Und genauso will die Softwareentwicklung gelernt sein. Und andererseits zeigt es auf, dass was auf jeden Fall noch viel schwieriger ist, auf Wasser zu laufen, wenn es nicht gefroren ist, und Software zu entwickeln, wenn die Spezifikation nicht gleich bleibt. Das ist ein bisschen vergleichbar. Wir sind in Deutschland und euch sagt jemand, lauf jetzt nach Italien und ihr seid über einen Teil der Alpen drüber und dann sagt er euch, jetzt lauf nach Dänemark und dann müsst ihr in die andere Richtung laufen. Natürlich kommt man da nicht voran. Ja, und das ist so ähnlich der Punkt. Und tatsächlich ist es sogar so, dass inzwischen die Erkenntnis ist, eigentlich gibt es keine Spezifikation, die sich nicht verändert. Es wird immer Fehler geben, man wird immer feststellen, oh, das ist doch nicht ganz das, was wir brauchten, und man muss dann Änderungen mit einbeziehen. Allerdings, jetzt am Anfang, machen wir das erstmal einfach. Wir nehmen erstmal an, die ist eingefroren, ja, die verändern wir erstmal nicht und es wird eine separate Vorlesung geben, wo wir darüber sprechen werden. Gut. Und das war's für die heutige Vorlesung. Ging also um Anforderungen und beim nächsten Mal werden wir uns angucken, wie wir diese Anforderungen noch detaillierter modellieren können. Bis nächste Woche.